Hallo und willkommen, ich bin's euer PlayTV und begrüße euch zu einer weiteren Folge von Lego Star Wars, das Erwachen der Macht. Ja, meine lieben Freunde, wir gehen da zu der Flucht von Starkiller Basis. Let's go. Flucht von Starkiller Basis. Die erste Ordnung konnte den Widerstand nicht davon abhalten, die Karte zu Luke Skywalker in ihren Besitz zu bringen. Um ihre Feinde davon abzuhalten, von diesen Informationen Gebrauch zu machen, richtet die Erste Ordnung den Starkiller auf Dakar, die Operationsbasis des Widerstands. Die Waffe beginnt sich langsam mit Energie aus der nahen gelegenen Sonne aufzuladen. Hoch am sich verdunkelnden Himmel über der riesigen Waffe bietet TIE-Jäger eine Schlacht mit den zahlmäßig weit unterlegene X-Lüger, den tapferen Widerstandpiloten Chai Terenil und Returned Wright läuft die Zeit davon und so versuchen sie verzweifelt die vollständige Zerstörung der Cars aufzuhalten. Let's go. Schwarz 1 in dem Generator ist ein riesengroßes Loch. Unsere Freunde kamen wohl rein. Rot 4, Rot 6, gebt uns Deckung. Bin dran. Wir werden euch Deckung geben. Danke, dass du mich freiwillig meldest. Mich hat's erwischt. Ich bin raus. Cool. Steh schon auf. Wir müssen hier wieder runter. Alles noch da? Gut. Besser eine kleine Hilfe als gar keine. Wenn Poe Erfolg hat, wird der ganze Planet bald explodieren. Boah, zumindest wäre es dann wärmer. Ich habe eine Landeplattform gesehen. Dann sollten wir mal nachfragen, ob noch zwei Plätze frei sind. Also, noch drei. Naja, zweieinhalb. Aua. Warum hast du mich denn hier hingeführt? Hast du hier etwa ein Schatten versteckt? Ganz ehrlich, reine Panik. Wir haben es vergeigt. Es ist der Widerstand. R3C3. Cool. Cooler Name. Komm, da drüben befindet sich ein Spalt, bei dem ich deine Hilfe brauche. Hier ist nicht genug Material für eine Brücke. Keine Sorge, ich sehe auf der anderen Seite nach. Ernsthaft, jetzt ist das Problem wieder. Das Problem habe ich irgendwie lustigerweise immer in dem Level. Immer wenn ich zurück gehe, muss ich das da ausmachen. Bis sonst kaputt wird. So. Hat jemand Detonatoren von euch? Ah du, lol. Original, der Detonatoren. Was ist das Super Detonator? Oh Gott. Yeah. Okay. Bam, bam, bam. Lag. Es gibt wohl keine nächste Mal, weil der Planet wahrscheinlich gleich explodiert.
ist jede Menge Material. Oh Gott, der Sturmtruppe. Hättest du sie nicht noch wackeliger machen können? Ich kann ein paar Teile entfernen, wenn du willst. Ist schon gut. Ich habe alles im Griff. Alter, Verwalter. Wenn wir weitere Nahtoderfahrungen für heute vermeiden könnten, das wäre echt schön. Muss das Wartungsteam für dieses Geschütz gewesen sein. Die Energiezellen scheinen leer zu sein. Na dann lass es. Es wird aufgeladen. Das Level ist das, was ich am wenigsten in Erinnerung habe. Super. Die treffen ja nichts, genau. Die sind auf Imperium eingestellt. Ach so, ja. Die sind auf Imperium. Im Imperium. Wir stecken hier fest, wenn wir diesen Turm nicht ausschalten können. Siehst du eine Schwachstelle? Ich sehe nach. Perfekt. Überlass das mir. Ist er nicht mehr ganz so hoch. Du könntest dich auch einfach nützlich machen, statt nur Sprüche zu kloppen. Oh oh. So ungefähr? Das war meine Vorarbeit. Mehr Heimatköpfe. Das war es einmal nicht.
Warum war sie gerade nicht weiter? Na endlich. Ich hab mich schon gefragt, wo ist der die ganze Zeit? Ja. Ein Speeder. Der bringt uns auch nicht hier weg. Aber so kommen wir zur Landeplattform. Kommst du den Rumpf nach unten? Na sicher. Na sicher war jetzt geil. Des X-Flüglers kurz schließen. Ja, komm, wenigstens fliegen mit so wie R2. R2 kann immer fliegen in dem Spiel. Los, noch liegt der Planet nicht hinter uns. Der hat die Beschreibung noch liegen, wie lustig ist denn das? Schön. Jetzt fliegen wir da ein bisschen herum. Sammeln mal die ganze Zeit Geld. Boah, die Szene kriegt man zweimal zum Singen, ist schon geil. Unsere Arbeit ist getan. Jetzt ab nach Hause. Schön. Ah, sehr schön sogar. Flucht von der Starkiller-Basis. Nur nicht so schön, dass wir das Level noch einmal spielen können. Ugh.
zwar. Minikits freigeschaltet. Was wird das jetzt? Aha, aha. Schaut aus wie ATS, die. Kampfläufer der ersten Ordnung. Ah ja. Okay. Jetzt kriegen wir die letzten. Jetzt sind echt nur noch mehr die, glaube ich, abgesperrt, die Boss. Genau 10. Wenn es mir jetzt nicht sogar täuscht, sind es genau noch 10 Carbonit-Starner. Sag mal, wenn wir jetzt auf die Starkiller Base klicken. Ich glaube, es sind genau noch 10. Jo. Okay, passt. Freies Spiel. Absturzstelle. Da nehmen wir jetzt Yoda, weil Yoda haben wir im Kampf gegen Kylo Ren nicht richtig benutzen können. Schade. Aber okay. Bam, 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 bam. Da funktioniert. Minikit Nummer 1. Von denen, was wir heute brauchen. Zwar, das hätten wir so kriegen können. Könnte nett sein, aber okay, wenn du es meinst. Noch 4. Ah, wenn Fest hätte nehmen wir dafür müssen. Okay, dann können wir da wieder zu Yoda wechseln.
Einmal so. Boom. 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 Okay. Ja, kommt weg da. So. Bam. Let's go. Meister Yoda. Was liebe ich an Meister Yoda so? Bam. Der Kapau der Hosen, wenn du das nicht kannst. Bam. So, 9. Irgendein Astromech-Druiden Chopper. So, jetzt müssen wir noch das letzte Minikit finden. Chop, chop. Keine weißen Pfeile, das ist belastend. Weiße Pfeile sind hinter uns. Auf den Pelz zu behalten.
Oder hast du es, wer kommt erst? Jetzt fahren wir weiter. Ja, genau die. Ich glaube, wir haben es schon wieder verpasst. Aber warum? Ja, genau. Okay, Level verlassen. Sperren verlassen. Okay, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns nach einem kurzen Cut wieder. Ich muss einmal kurz schauen, wo das Minikit ist. Okay, bis gleich. Okay, Leute. Mir wundert es jetzt nicht, dass ich das nicht gesehen habe. Und zwar, ja, wir müssen mal, ich glaube, ein paar. Okay, so. Muss ich die ganze Zeit jetzt so fliegen und probieren, TIE Fighter zu opfern. An der Zahl. Ja, perfekt. Level verlassen. Ja, wir haben es. Flucht von Star Club aus, das ist auch zu 100% fertig. Das heißt, wir haben alle DLC-Levels und alle Kapitel zu 100%. Jetzt fällt nur noch mehr der letzte Planet. Und das ist die Star Club Base Server. Okay, Leute, dann würde ich aber sagen, wenn euch der Part gefallen hat, dann lasst doch ein Like und ein Abo da. Aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Und dann sagen wir tschö mit Ö, ciao mit V. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder von Lego Star Wars: Das Erwachen der Macht. Bis dann, euer PlayTV. Servus. Let it go.